So, wir fahren hier gerade. Wir fahren hier was an Paradise. Wir sind. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Wir sind nochmal falsch gefahren auf jeden Fall. Ich habe nämlich schon gemäht. Gras ist zwar jetzt schon wieder gewachsen. Aber wir werden das einmal pressen. Fahren jetzt mit dem noch aufs letzte Grasfeld. Wenn wir zum Pressen anfangen. Oh, fleißig, fleißig. Da der gute Herr. Sagen, upsie. Positionieren. Noch gleich schauen. Oder 26.000 kann man eigentlich gleich bloß zurückzahlen, wieder am Kredit. So. Das Grasfeld Nummer 50. Ich habe eins vergessen zu speichern, leider. So, fahren wir mal runter. Wir haben da unten einige Felder. Servus, Buhe. Hoffen wir es. Ja, zwei Helfer haben wir jetzt dann fix. Ab dieser Ernte-Session. Das heißt, wir machen das diesmal anders. Sobald ich zum Dreschen an, also zum Häckseln anfange, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, weil ich möchte eben gleich Wege einfahren.
Zeit darf er mal runter. Und dass wir da einen zweiten Weg haben eben. Schau ich den dann mal das so an. Das möchte ich kurz verschauen. Also 7. Wir könnten 7 quasi, wenn wir die Straße rauf machen, machen wir die runter. Und wir haben 7, 10, dann 147, 209. 115. Deswegen würde ich jetzt das 7 runternehmen und die dann rauf. Fahre ich dann noch mal raus. So. Und jetzt fahren wir warten. Gut, raus. Die Orientierung verlieren.
Ich muss schon mal anfangen. Ich war ja auch am Überlegen, ob wir werden in Zukunft dann, in dem Durchgang jetzt noch nicht, aber im Zukunftsdurchgang, wir werden ja viel mit Gras dann arbeiten in Zukunft. Auf so Ballen und dann werden wir große Ballen machen und werden uns die selber und werden uns die selber uns die selber auf der Leitung wickeln dann am Hof, so, uns eine Wickelmaschine kaufen für 180er Ballen. Also werden die uns jetzt dann bald irgendwann holen. Die Spur schon wirklich schlecht jetzt, nämlich. Wenn so wenig Schwad liegt. Wir müssten das alles abfahren, diese Menge. Upsi. Ich glaube, der war. Na, den muss ich nicht bearbeiten. Also, den habe ich schon bearbeiten müssen, aber irgendwann muss ich nachbearbeiten dann. Da haut das nicht so ganz hin.
glaube, da kommen wir erst hin, wo das war. Jetzt die Runde, glaube ich. Die Runde um den See. Sehr schön. Schön gemäht ist ja nicht, ja. Aber wie gesagt, für unsere Zwecke reicht es auf jeden Fall. So. Ich glaube, die nächste Wiesn ist ja dann genau 147. Noch 209. 115 und unsere. Dann. Ein paar Wiesen haben wir noch vor uns. So. Ich fahre auch durch den Hof, wenn der Tisch offen ist. Dann fahren wir da durch. So. Das war die Kreuz- und Querwiese auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die, die wir bearbeiten mussten. Da ist er eben am Wald hängen geblieben durch die kleinen Streifen. Muss irgendwas Neues einfallen lassen. Plan ist natürlich dann irgendwann, vielleicht sogar in Zukunft, wenn wir dann jetzt so wirklich von Zukunftsplanung, von Zukunft auf den Hof reden, wenn wir die Kühe haben, ist die Planung natürlich vielleicht in die Richtung, dass wir sagen, okay, wir gehen Richtung Kühe-Biogasanlage dann ja in Zukunft auch. Und also mehr Mais, mehr Felder und zweiten Häcksler uns überlegen irgendwann.
beziehungsweise wenn wir die Grasfelder dann wirklich nur Ballen machen. Ich habe eine Ballenmaschine gekauft in Aktion. Habe ich vergessen, 23.000. Ist so eine Krone, die wir schon mal hatten. Wenn wir die verwenden, ja, da können wir 180er Ballen machen. Brauchen wir einen Traktor, spannen wir ein. Da kann uns die Grasfelder machen, brauchen wir hier zwei Geräte nicht dafür. Da kann Feldblander Häcksler, ja. Dann haben wir der Ernte viel schneller durch. Das Einsammeln wird dann ein Hund. Das müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir das dann regeln und optimieren. Oder ob wir das wirklich als am Hof dann machen. Dass wir sagen, okay, wir machen das doch mit Abfahrer. Dass wir uns da große Kipper nehmen natürlich. Dass es da nicht so oft hin und her gefahren werden muss. Und der Kipper setzt das dann bei der Gewalt ab. Machen wir uns einen Silage-Platz, wo wir sie dann fix stehen lassen. Und ja, so soll das dann auch sein. Jetzt können wir kurz schauen. 209, genau. Ja, und dann ist schon 115. Gut, wir fahren da ja nochmal rauf. Einmal den dummen Weg fahren. So, das ist die Molkerei, glaube ich. Ja. Die können sie auch irgendwann. Wir sind ein bisschen falsch gerade. 209 haben wir gesagt. Na gut, nächste Folge, neues Glück.